alles lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Er ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Alles Lob gehört ihm in der diesseitigen und in der jenseitigen Welt. Ihm gehört das Urteil und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhaber gibt und dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein anbetender Diener und die Gesandter ist. Allahs Segen und die Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Lobpreisung Allahs im Lichte des Korans und der Sunna. Liebe Schwestern und Brüder, im Koran hat Allah, Ehre sei ihm, in 5 Suren mit Lob begonnen. Und zwar Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahf, Saba und Fatir. Auch schließt er sei ihm, 4 Koran-Suren, Surat Al-Isra, Al-Saffat, Al-Naml und Al-Zumr mit Lob ab. Lobpreis gehört zu den größten Äußerungen, mit denen die Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ihren Herren erinnerten, zu nennen sind hier folgende. In die Erzählung von Nuh, Nuh alaihi salam, Friede sei mit ihm, steht im Koran, wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir sind, dann sag, alles Lob gehört Allah, der uns von dem ungerechten Volk gerettet hat. Im Koran hat Allah, er sei ihm, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so befohlen, sag, alles Lob gehört Allah, der sich kein Kinder genommen hat und es gibt weder einen Teilbar an seiner Herrschaft, noch benötigt ihr einen Beschützer vor Demütigung und verherrliche ihn doch als den Größten. Liebe Geschwister, zu den groben der Engel gehören diejenigen, die von allen Seiten den Thron umgeben. Sie preisen das Lob Allahs, einen oder ehren ihn und rühmen ihn zu Nachtstunden und am Tagsende. Der Erhabene sagt, Allah Azza wa Jalla sagt, während die Engel den Thron umgeben und ihren Herr loben bereits sehen und es werde zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden und es werde gesagt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenwohner oder Weltenbewohner. Es gibt auch Engel, die den Thron Allahs tragen und ihn Lob preisen. Allahs, der Erhabene, sagte, diejenigen, die den Thron tragen und wer ihn umringet, preisen mit dem Lobpreis ihres Ehren und erklären ihn erhaben. Über jeden Mangel und die glauben an ihn und erbieten Vergebung für jene, die gläubig sind. Liebe Geschwister, es wird überliefert, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass ich, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah sei von allen Mängeln freigesprochen und das Lob gebührt Allah und es gibt keinen Gott außer Allah und Allah ist am größten, sage, ist mir lieber als alles, über dem die Sonne aufgeht. Es wird auch vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, 2 Worte, die der Barmherzige liebt und die Lichter auf der Zunge und die Schwer auf der Waage sind. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Frei von allen Mängeln ist Allah und ihm gebührt das Lob. Frei von allen Mangel ist Allah der Gewaltige. Der Prophet Muhammad berichtet in dieser Überlieferung, dass unser Herr, der Barmherzige, diese beiden Worte liebt, die trotz ihres Kronos oder die trotz ihres großen Gewichtes auf der Waage nur auf wenig Buchstaben besteht, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, frei von allen Mängeln ist Allahs und ihm gebot das Lob. Frei von allem Mangeln ist Allah, der Gewaltige. Da sie beinhalten, dass man Allah von allem Mangeln, der seine Erhabenheit nicht gebührt, losspricht
Und diese Bedeutung noch einmal betätigt wird, indem man ihn mit seiner Erhabenheit preist oder Erhabenheit beschreibt. O Allah, steht uns bei, das eben gehörte in unserem Leben, um zu sitzen, um bessere für unseren Mitmenschen zu werden. Amen.